So, Dele, ihr wisst ja, Pipo ist ja länger bei mir geblieben, deswegen haben wir Zeit gehabt an einem Samstag. Heute ist Samstag und wir drehen heute ein Video mit Pipo. Wie ihr seht, bin ich ganz lässig angezogen im Jogginganzug. Ja, ich mag das. Der ist vor allem sehr warm und es ist echt kalt. Also wir haben jetzt gerade momentan draußen 2 Grad. Ich habe das Ding hier an, schön fließt, alles schön warm. Wir machen heute ein Video von einem Auto, sag ich mal, wo so jetzt nicht unbedingt für das Wetter gedacht ist. Ja. Das fährt man mehr im Sommer, oder? Mhm. Gerade so, wie das aufgebaut ist. Ja, er ist so ein Sommerauto. Wir starten jetzt mal den Motor und dann könnt ihr mal raten, um was es geht. Wer von euch weiß, zu welchem Auto dieser Sound gehört? Also wenn ich jetzt so Augen zu hätte, würde ich denken, auch leicht an Porsche, Carrera, Sauger. Ja, hört sich auch so leicht an, aber nein, wir machen heute für euch den R8 Spider, ja, 5,2 Liter FSI Motor mit 525 PS. Wir wissen, dieses Ding gibt es auch in Lamborghini, ja, und dort hat er ein bisschen mehr Leistung und der ist einfach gedrosselt über die Drosselklappe. Das heißt, die Drosselklappe macht bei dem Auto nicht ganz auf. Das zeige ich euch nachher in der Software. Wir gehen jetzt mal fahren erstmal eine Runde, gucken, wie das Ding fährt, ja. Das ist ein 2014er Modell. Der hat noch die Bosch ME9 Steuerung drin, 2 Steuergeräte. Die etwas neueren, die haben schon eine ME17, aber ist auch trotzdem ein sehr, sehr tolles Auto. Pipo, guckt das an. Gefällt das? Mir gefällt's. Ja. Seht ihr, der Paul hockt schon wieder im Auto drin. Der wollte schon wieder fahren mit dem Ding, aber ich habe gesagt, schau, das sind die Felgen wieder. Aber ich meine, wenn er hier die Felgen kaputt macht, ist nicht so schlimm, weil dem, wo das Auto gehört, der könnte sich selber wieder reparieren. Ja, und zwar ist das ein Freund von mir, der Rainer. Der hat die Firma PBS Pulverbeschichtung hier in der Nähe von Bad Mergentheim. Und wenn wir natürlich Felgen haben, wo wir, egal in welche Farbe, egal was machen wollen, macht alles er, weil der macht das echt gut. Ne? Und dann lass uns loslegen. Ich hau jetzt den Paul hier raus. Raus, was? Paul! Ja, ja. Lass mich fahren! Also, Pipo, komm, steig ein. Was glaubst du? 100, 200. 525 PS. Ich denke, 8,5. Glaubst du schneller? Nee, langsamer. Langsamer? Ja. Oder? 9. Glatt 9. Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Der Sound ist halt gut. Sauber, ja, ja. Sound, gell? Der gute V10, ey. Ja. Mensch, erinnert mich so an den. An den Huracan, den wir letztes gemacht haben, ey. Hat auch so einen geilen Sound gehabt. Ja, der R8 allgemein ist echt ein sehr, sehr schönes Auto, finde ich zumindest, ja. Ich weiß noch, das so das erste Ding kam ja, glaube ich, mit dem Film mit Will Smith, ne, das iRobot. Mhm. Da ist er doch so ein Ding gefahren, ja. So ähnlich. Das war ja schon so die Optik und das war echt cool. Und dann haben sie echt das Auto rausgebracht und ich muss sagen, passt. Passt einfach, ne? Ja. So, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Ding ist ja begrenzt, weil zeitgleich hatte der Lamborghini ja mit dem Motor, glaube 560 PS, gell, Pipo? Mhm. 560. Und den haben sie über Drosselklappe gedrosselt, damit er nur 525 macht, weil es kann ja nicht sein, dass ein Audi schneller ist wie ein Lamborghini, ne? Stimmt's? Ja. Ja, Sauge ist schön und gut, aber du merkst halt, untere Drehzahlen hast halt kein Drehmoment, gell? Mhm. Da fehlt halt was. Und deswegen liebe ich ja so die Turbomotoren. Klar, vom Sound her kommt ein Turbomotor wahrscheinlich nie an so einen Sauger ran. Und schreibt mir mal drunter, welchen Saugersound ihr am liebsten mögt. Ja, also welcher Sauger euch am besten gefällt vom Klang. Egal welches Auto, egal welches Baujahr. Ich habe 2 Favoriten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist einmal der Porsche Carrera GT, ne, Pipo? Mhm. Und natürlich BMW M5 V10. Also das hat's. Ich habe selber so ein Auto gehabt und Sound ist einfach gigantisch bei dem Ding. Ja. Hört sich echt gut an, gell? Mhm. So, Pipo, dann messen wir mal, ne? So, dann checken wir mal the time.
200, genau 9 Sekunden. Ja. 9, glatt 9. Das nehmen wir gleich. 0,100, 434, aber ihr habt es gesehen, Traktionskontrolle hat ein bisschen geschafft, ne? So, jetzt haben wir alles gecheckt, jetzt gehen wir auswärts, Tibo. Gucken wir mal. So, meine Freunde, ich möchte gar nicht so viel zu dieser Software erklären von diesem Auto. Ich will euch nur eins kurz zeigen, das mit dieser Drosselklappe, ja, wie praktisch der R8 V10 gedrosselt ist gegenüber dem Lamborghini, ja, also die Hauptdrosselung, ja. Pipo, wie du siehst, haben wir hier das Drosselklappenkennfeld, ja, und ihr seht, also der fährt bis 6000 Umdrehungen, komplett offene Drosselklappe. Bei 6,5 macht er nur noch 70% auf, bei 7060, bei 7,5 58, bei 7,8 56 und ganz oben 57. Ja, also das heißt, die fahren eigentlich die Drosselklappe 60% nur ab 7000 Umdrehungen. So, das heißt, normalerweise ein bisschen mehr Leistung, ohne wirklich ohne Bedenken zu haben. Du kannst rasen. 1 Million Kilometer wahrscheinlich Vollgas, ohne dass was passiert, mach einfach nur die Drosselklappen auf 100% und du hast deine Mehrleistung, gell? Bio. Mhm. Da habe ich noch ein bisschen Zündung gemacht, Sprit ein bisschen anders eingestellt, weil der ja in Deutschland hier fährt, wir brauchen nicht so fett fahren. Diese kleinen Änderungen spielen wir jetzt rein ins Auto, machen mit dem Pipo die Ausgangsmessung, checken 100, 200 und dann schauen wir mal. Also Pipo, los geht's! So, angegeben ist das gute Ding mit 525 PS und 530 Newtonmeter. Wir haben gemessen, Pipo, 492,5 PS und 528,5 Newtonmeter. So, ist noch alles in der Toleranz, ist okay. Und wir programmieren jetzt erstmal hier geschwind. Und dann machen wir nochmal eine Ausgangsmessung, hey Pipo, dann gucken wir mal, was es gebracht hat mit einer offenen Drosselklappe. Pipolino, dann fahren wir mal ein bisschen R8 wieder. So, Programm ist drauf. Jetzt gehen wir mal messen und gucken wir mal die Zeiten an. Ne? Mhm. Bin ich mal hier spannend. 0,100, 3,89, 100 auf 200, 8,09, also eine Sekunde schneller von 100 auf 200, ist für einen Sauger gut, ne? So, Pipo, dann machen wir jetzt nochmal unsere Messung, wa? Und dann schauen wir mal. Jetzt machen wir schön Komfort wieder, ne? Fahren wir jetzt zurück, machen wir die Auswertung und dann sind wir fertig mit dem Ding. So, wir sind fertig. Wir hatten in Serie 492,5 PS und 528 Newtonmeter. Und Ausgangsmessung, natürlich so wie ich gesagt habe, fast annähernd. Ja, wie gesagt, wir haben echt nur die Drosselklappe gemacht. 2-3 Grad Zündung, minimale Sachen umgestellt. Und wir haben 543,2 PS und 583 Newtonmeter. So, das Auto ist eine Sekunde schneller von 100 auf 200. Ist ein Sauger, ist okay. Mehr geht immer, ne, sag ich mal, aber muss ja auch lang fahren können und viel Spaß haben, gell? Pipo, zumache und dann warten wir, bis der Kunde kommt, gell? Ja. Bis bald, Männers!